Hallihallo und willkommen im neuen Video. Unser Kuhstall, der ist fertig. Klein, aber fein. Aber mit Kühen soll er sein. Und das ist er auch. Das Einzige, was mir jetzt hier noch ein bisschen fehlt, ist hier ein bisschen Beleuchtung, aber da stellen wir einfach irgendwo. Stellen wir da drauf. Und hey, da geht's nicht. Da stellen wir noch eine hin, dann passt das. Dann hat das Beleuchtung. Von außen sieht er so aus und es wird auch schon wieder dunkel. Das darf doch nicht wahr sein. Wir starten immer im Dunkeln, das fällt mir langsam auf. Ist keine Absicht von mir, ich sag's, wie es ist. Gut, schlafen kann ich noch nicht. Jetzt kann ich. So, jetzt hätten wir es wieder hell. Und ich habe da mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe den ganzen Tag dran gebaut. Unsere Lagerhalle, unser Getreidesilo, whatever. Ich habe schon mal damit angefangen. Ist ein ziemlicher Oschi geworden. Ich habe mit 3 Abstand hier angefangen und irgendwie ist das Ding dann immer größer geworden. Obwohl ich es gar nicht beabsichtigt hatte. Aber ist nun mal so, wie es ist. Und wir werkeln hier ein bisschen. Ich will nämlich hier bei dem Boden, ihr seht es gleich, wenn ich die Schaufel ausgerüstet hätte, nachdem ich sie angeklickt habe, dann hätte es auch geklappt. Oh, hier bin ich zu tief. So, jetzt passt's. Ich will nämlich die Balken, die hier sind, auch am Boden ziehen. Juckt die Nase, da wird es zum Ärgern. So, hier ziehen wir die natürlich auch. Hat sich ganz schön was getan seit der letzten Folge, ich weiß. Hoppala. Aber wenn ich das mit euch heute jetzt hier so geplant hätte, hätte man eine ganze Folge gehabt, wo ich nur irgendwie rumstudiere, rumprobiere. Das wäre natürlich auch nicht das gewesen, was ihr normalerweise gewohnt seid von mir. Also habe ich schon ein bisschen vorgebaut. Mal schauen, wie sie wird. Eigentlich wollte ich ein Tutorial bringen von dem Turm, aber der Turm hat mir am Ende überhaupt nicht gefallen. Also, nee. Ganz einfach, nee. Einmal habe ich ihn gepostet bei einem Discord, aber nee. Also, mir persönlich gefällt er nicht. Ich muss da nochmal ran. Der ist mir unten ist er mir zu wuchtig und oben zu schmal. Und da hinten ragt mein Kater. Der überhaupt nicht amused ist von den vom Junggemüse hier. Guck schon wieder drunter. So, schauen wir mal, ob das jetzt, ist das jetzt das, was ich brauche? Ist da jetzt alles dabei? Dann wir ziehen einfach mal die ersten Balken ein, am Boden. Dann sehen wir das schon. Ich glaube, das sind alle. Mehr geht nicht. Da wäre es blöd, weil da kommen dann sowieso Balken hin. Dieselbigen nur ohne Rinde. Dann auch gleich. Ups. Naja. Behalt den dir. Der eine wird mich nicht anmachen. Sattala. Juckt wirklich extrem. Da wird es wirklich zum Ärgern. Hoffentlich ist kein Feuerwehreinsatz oder dergleichen. Ne, jetzt weiß ich, wo es zu merken wird, nämlich hier bei den Balken. Seht euch das an. Das bleibt jetzt unkommentiert. So. Nächste Reihe.
Handel. Sieht ja schon ein bisschen nach was aus. Ich hocke schon wieder in ein Loch. Mein alter Kater hier, der rätscht sich ganz schön weg. Obwohl die nicht mal in seiner Nähe sind. Mir ist hier das Mikro ein bisschen im Weg. Ja. Das muss sowieso noch alles raus auch. Da kommt ja noch normaler Boden rein. Aber den Boden mache ich heute nicht mit euch. So. Letzter. Gut. Dann müssen wir das Ganze hier verkleiden. Wir fangen hier innen an. Also so. So wie es nach außen ist. So. Hier. Sollten wir auch Fenster reinmachen, würde ich mal meinen. Weg Sonnenlicht und so. Wo sind meine? Da sind sie. Ich habe schon wieder einen verbummelt. So, jetzt geht's besser. Die ziehen wir bis. Ja, hier hin. Geht gar nicht, weil ich drauf stehe. Aha. Jetzt aber. Ich weiß nicht, ob ich. Ja, ziehen wir es einfach nur mal bis hier hin und dann schauen wir weiter. So. Sieht in Trinidad auf jeden Fall besser aus. Als Fenster nehmen wir diesmal keine Balken oder so, da machen wir einfach Zaun rein. Gleiche dann hier auch, beziehungsweise hier hinten. PC, wo ist meine Axt? Genau das, was ich brauche, lege ich natürlich wieder weg. Ich kenne mich. Das ist wie zusammen ein Gebet. Ja. Aua. So, wieder rauf hier. Okay, passt schon. Ja, die geben da ganz schön Gas. Wir haben so eine kleine Maus gekauft. So eine Stoffmaus an einem Stab. Die ist das liebste Liebli von den Kleinen jetzt. Oh, jetzt ist die Axt hin. Oh, ich hatte sie so lieb. Die war so schön eisen. So, tada. Das gleiche machen wir natürlich auf der Seite auch und dann müssen wir uns was für den Eingang überlegen. Da muss ich noch gut überlegen. Da will ich ein bisschen was mit Stein machen. Oder vielleicht auch nicht mit Stein. Oder Lichtenstein. Aber was weiß ich. Schauen wir mal. So. Hahaha. Auf jeden Fall hier. Voilà. Hier. Falsch. Nämlich hier. Hier nicht. Jetzt habe ich mich völlig vertadelt. Ja. Hier noch. Hier komme ich wieder nicht hoch. Nein! 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 So nicht. So, genau. So, jetzt frillen wir die da rein. Kriege ich den von hier noch? Sehr schön.
Mag ich nicht rauf. Und Janka würde jetzt schon wieder sagen, ich kämpfe mit dem Mausrad. Gar nicht wahr. Stimmt gar nicht. Überhaupt nicht. Das hat alles Methode. Ich muss ich noch eins in die Höhe. So. Hier, hier. Nein, nicht so. Nicht so. Komm, Ordnung muss sein. Da oben ist ein Baublock, den will ich haben. Das ist mein Baublock, den habe ich gefarmt. Ja, damit. Ist er weg. So. Jetzt aber. Wird schon wieder dunkel? Was habe ich gemacht in letzter Zeit? Geschlafen? Gut, das, was wir als nächstes brauchen, sind die hier und dann noch Treppen. Ihr seht auch gleich warum. Da werden die schon genügen, wenn ich die zu Treppen mache. Oder ich habe da noch was drin liegen. Ich weiß es jetzt gar nicht. Nö, da habe ich nichts mehr drin. Das heißt, Steinsäge her. Und wir können schon wieder schlafen gehen. Die Tage so kurz sind. Wahnsinn. So, jetzt aber. Haben wir wieder Tag. Ah ja, das habt ihr vielleicht noch gar nicht gesehen. Ich habe hier so Außenfenster noch dazu gemacht. Und hier an der Seite werden wir dann irgendwo noch, oder innen sogar, Stallungen bauen. So. Das sollen so kleine Stützen sein. Ich wollte nicht alles aus Stein machen. Und das mit den Kisten ist sicher gar keine schlechte Idee. Ach du Scheiße. Der ist richtig pissig. Oh, der ist verkehrt. Ja. Hier sind es 5er Reihen. Hier haben wir dann Platz, um größere Fenster oder sonst irgendwas reinzumachen. Hier ist mein Farmbereich von heute Morgen. Hier habe ich überall die Bäume wieder aufgeforstet und abgebaut. Das wird noch ganz schön viel von den Bäumen hier verschlingen. Das wird sich mit den paar Stacks, die ich gefarmt habe, wahrscheinlich gar nicht ausgehen. Oh, da habe ich gar nicht nach oben gebaut. Gleich nachholen. Dichte. Ja, jetzt aber. Was aber jetzt blöd ist, ist hier, wenn ich hier rüber gehe, naja, von außen sieht man es ja nicht. Also ist das schon gut so, denke ich. Mir geht es um das Fenster da, dass das jetzt da so in der Ecke drin ist. Aber ich denke mal, kann man so lassen. Ja. Ich habe auch angefangen, Satisfactory zu spielen, auf Empfehlung von Satisfactory. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich habe ihn ja auch im Support-Video gezeigt. Schaut doch ganz gerne mal bei ihm vorbei. Ist ein ganz, ganz ruhiger, ganz chilliger Kollege. Und er wird sich sicher über ein bisschen Watch Time oder den ein oder anderen Kommentar oder Like freuen. Seid so lieb. Nächsten Samstag gibt es dann auch wieder ein Support-Video von den nächsten, die ich gut finde. Vielleicht ist da dann auch wieder der ein oder andere für euch dabei. Muss erst schauen. Wem ich nehme, die Auswahl ist ja nicht gerade klein. Ich will alle mal ein bisschen zeigen, mit denen ich so ein bisschen verbandelt bin. Und ja, hoffen,
dass sie ein bisschen Watchtime kriegen oder neue Abonnenten. So, jetzt müssten wir ziemlich wahrscheinlich sogar hier schon aufhören. Ah, ist eh normal. Aua, ich hocke im Loch. Das war jetzt Jackpot. Mit dem habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Eigentlich ist eh egal. Ja, und du fällst mir nicht runter, ne? Den muss ich wiederholen. Bei Baublöcken, da verstehe ich keinen Spaß. Nee, absolut nicht. So. Geplant ist nämlich, dass ich hier noch einen zweiten Stock einziehe. Hier wird ein kleiner Balkon nach außen gehen. Und da oben werden wir noch so einen Kranarm nach außen machen, so einen Flaschenzug, mit dem man sich zum Beispiel Heuballen nach oben holen kann. Also so eine klassische Bahn, wie es eigentlich schon oft auf YouTube zu sehen war. Nur dass ich halt, da habe ich ein Fass vergessen. Dass ich halt ohne Creative baue, sondern ganz normal in Survival und kein Bildtutorial daraus mache. Es sei denn, ihr wollt eins. Also ich kann euch ein Bildtutorial von dem auch machen. Das ist kein Problem. Muss ich nur wissen. Ihr wisst es in den Kommentaren einfach sagen, wenn ihr irgendeinen Bauwunsch habt. Bauwünsche gehen immer. Habe ich überhaupt kein Problem, da freue ich mich sogar drüber. Wenn die Kommi aktiv teilnimmt und sagt, ey Leo, könntest du mir dieses oder jenes mal bauen? Freue ich mich jedes Mal, wenn sowas kommt. Letzte, glaube ich, war Klüse mit ihrer mit ihrem halbrunden Dach im Schwerpunkt. Waren ein Lagerhaus dann. Hat mir auch sehr gefallen, daran ein bisschen rumzutüfteln. Und das Ganze so, das Dach so komplett eigen zu gestalten. So, jetzt habe ich keine normalen Blöcke drin. Natürlich mies. Ich brauche nämlich noch ein Fass. Gut, geh nicht. Nicht ein Gas, ich will ein Fass. So. Andersrum. So. Lord der Verwirrten. Ich schaffe es immer wieder, die Rezepte durcheinander zu bringen. In der Zeit, wo es kein Rezeptbuch gab, da war ich so ziemlich lost. Jedes Mal die Rezepte vergessen. So, ich würde mal sagen, das kann sich dann auch schon sehen lassen. Was ich aber auch noch haben will, ist, dass das Dach hier nach außen geht, beziehungsweise die Balken. Das ist so ein Muss, damit das nicht komplett gerade ist. Außerdem sieht das immer wieder toll aus. Hoppala. Bin ich irgendwo runterpurzelt? Nee, nicht so. So. Oh, nimmt ja schon Gestalt an, das Ganze hier. Wir haben gerade mal 20 Minuten auf der Uhr. So. Die Tür. Ich muss mal kurz zur Truhe gehen. Habe ich gar nichts mehr drin. Bruchstein hätte ich. Na gut, Bruchstein ist jetzt nicht schwer, dass ich ihn schnell farme. So, ihr könnt da rein.
Wir machen ein Tor und das Tor machen wir aus, wer hätte es gedacht? So, das ist jetzt eins zu wenig, weil ich die da unten verbummelt habe. Naja, vielleicht geht sich's aus. Wir machen einen Rahmen aus Bruchstein und ein Tor, das gerade nach außen, also nach, was gerade offen ist. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann haben wir ein 3er Tor. Das ist ideal. So, und das Tor geht hier nach außen gerade auf. Machen wir es hier auch oder nur hier? Machen wir es nur hier. Oh, wollte ich nicht. Andererseits wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir hier ein bisschen so Blumen oder so auch reinsetzen. Wird gar nicht mal schlecht aussehen, denke ich. Ich hier. Mal, wie sieht das aus? Blumen hier rein. Ja. Vielleicht. Bruchstein, Thema. Ich habe da eine Idee. So. Wir machen uns hier noch Bruchsteinmauern dazu. Machen wir gleich alles. Dann gehen wir noch schnell schlafen, schauen uns das noch an und dann, ja, dann. Aber dann. Schauen wir mal. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Du kriegst das Strukturen ein bisschen Tiefe noch. Sieht nicht nur braun aus, das sieht wirklich. Ja, das lassen wir. Das stimmt was nicht, hier sind es doch drei, oder? Ja. Bin ich einen zu weit nach unten gegangen hier. Ja, jetzt passt's. So. Doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und hier vielleicht doch ein Siegel nehmen sollte. Nee, lass mal einfach. Gut, ich würde die Folge dann an dieser Stelle beenden. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge dann wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Minecraft Stadtbauprojekt. Und ich sage dann schon mal Tschüss und gehabet euch wohl bis zum nächsten Mal. Ciao.